So, wir haben eine extrem spannende Bewegung gesehen und das liefert für mich auch ein ziemlich interessantes Szenario und ein ziemlich interessantes Setup und das möchte ich dir in diesem Video erklären und damit ein herzliches Hallo zu diesem Sonntagabend-Update. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast ein erfolgreiches Wochenende gehabt. Wir schauen uns an, was passiert ist. Auf H4 sehen wir, dass eben dieser Retest hier, dieser Liquiditäts-Area, die wir heute Morgen besprochen haben. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, ja, da ist zwar ein Push reingekommen, ja, und zwar dieser hier, der ist reingekommen, aber ich gehe da nicht long. Ich gehe da nicht long und bin nicht bereit, dafür mein Geld auf den Tisch zu legen. Es hat sich bewahrheitet, was zu befürchten war, nämlich, dass wir hier einen deutlich bearischen Impuls sehen, der das Ding ist uns nach unten gekracht. Woran liegt das? Wir haben heute Morgen eigentlich schon relativ ausführlich darüber gesprochen, deswegen möchte ich es jetzt relativ kurz machen. Wir haben zwar hier unten die Liquidität bekommen, aber wir haben gesehen, da fehlt das Volumen. Da fehlt das Volumen. Zwar links und rechts ist das sehr, sehr spannend zu sehen, klar. Wir haben einen kleinen Volumenpeak, aber wir sehen, dass dieser Volumenpeak nicht wirklich aus der Unterstützung rauskommt, sondern immer noch im Liquiditätsareal hier festhängt. Und wir haben auch gesagt, dass letztendlich das Volumen, was da in so einer Unterstützung reinkommen muss, viel zu klein war. Und das haben wir relativ frühzeitig erkannt und das ist genau das, was wir hier auch befürchtet haben. Das reicht nicht aus für einen Long-Impuls. Das Ding ist leicht nach oben gegangen, sah kurzfristig gut aus und hat uns hier ein tieferes Hoch beschert. Und zwar ein, ja, ich sag mal, kein groß eindeutiges tieferes Hoch, aber zumindest ein gleichbleibendes. Und für uns ist immer eine Sache extrem spannend. Sehen wir eine Unterstützung, wollen wir Unterstützung haben. Das bedeutet, wenn wir sehen, dass der Markt auf eine Unterstützung kommt, dann wollen wir letztendlich sehen, dass der Markt aus dieser Unterstützung auch ein höheres Hoch bildet, zumindest ein höheres Tief, beziehungsweise Konterlevel bricht. Wir haben gesehen, dass das Konterlevel, was hier den Markt in diesem Bereich geführt hat, hier oben war. Der Markt ist in einen Abwärtsimpuls gekommen, wurde hier nach oben quasi katapultiert und von dort wieder nach unten geschickt. Das heißt, für die Unterstützung, die in den Markt kommen muss, gilt ein Level als zu schlagendes. Und das ist das hier oben. Und das hat der Markt nicht geschafft. Er hat mit dem gleichbleibenden, vielleicht kleinen, tieferen Hoch hier reagiert und wir haben den Abwärtsimpuls bekommen und damit von einem gleichbleibenden Hoch in ein tieferes Tief. Was jetzt bedeutet, wir haben eine sehr, sehr interessante Formation zu erkennen, ob uns das Ding nicht jetzt tatsächlich short geht. Und ich bin mittlerweile ein bisschen davon wieder angetan zu sagen, okay, mit einem kleinen Break nach unten ist zu rechnen. Auf 4-Stunden-Basis, ja, ist es schwierig, denn das könnte immer noch ein Fakeout hier unten sein, ist ganz klar ein bisschen Risiko mit drin, das könnte ein Fakeout sein. Wir kommen aber hier oben in den Liquiditätsbereich, wo der Markt Support bekommen sollte, ihn nicht bekommen hat. Das heißt, es kann bedeuten, dass da jetzt die Supporter so gesehen, die Käufer, in die Verkaufskraft übergegangen sind. Das heißt, die Verkaufshände dominieren jetzt gerade den Preis, drücken den Preis nach unten und deswegen sehe ich hier großes Potenzial, dass hier ein Abwärtsimpuls auch stattfinden kann. Dementsprechend Möglichkeit, ein Short-Szenario hier zu sehen, in meinen Augen recht groß. Auf H4 ist das so eine Sache. Ja, das hier unten kann immer noch eine kleine Bärenfalle sein, beziehungsweise könnte halt so ein Fakeout nach unten sein. Aber je kleiner die Zeiteinheit wird, desto schöner wird das Szenario eigentlich. Denn hier sehen wir, dass wir gerade eine ganz wichtige Unterstützung gebrochen haben, nämlich diese hier. Diese Unterstützung haben wir gebrochen im ersten, zweiten, dritten und dann hier vierten Test sind wir durchgebrochen. Sehr, sehr stabile, sehr, sehr richtungsweisende Kerze nach unten. Jetzt retesten wir hier diesen Bereich, kommen auf die gleitenden Durchschnitte, haben hier unsere vorherige Support Area, die jetzt eine Resistance werden kann. Wir sehen auch, dass mit, ja, ich sag mal, Medium Volumen eine sehr, sehr bearische Kerze hier stattgefunden hat. Das heißt, hier in dem Bereich ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass uns das Ding ein Verkaufsvolumen wieder reinbringt, weil natürlich hier auch jetzt Interesse anscheinend besteht, das Ding nach unten zu katapultieren. Und das bedeutet, wenn sich das Ding hier bewahrheitet, werden wir mit einem kleinen Impuls nach unten potenziell auch tiefere Tiefs sehen. Und dann erkennen wir, dass wir mit dieser Unterstützung hier die Metastruktur stützen. Und wenn das Ding bricht, ist die Metastruktur kaputt, was auch die Makrostruktur brechen würde. Und wenn wir unter dieses Tief kommen, dann haben wir hier wieder ein sehr, sehr starkes Short-Szenario. Und das wird extrem spannend, geleitet aktuell noch von der Metastruktur, die diesen dynamischen Widerstand hier markiert. Das heißt, wir haben hier gerade diesen Widerstand und der hat da aktuell die Hand drüber. Wir sehen jetzt aber auch, dass gerade dieses Momentum nach unten eigentlich sehr schön ist
um hier in den Markt Short einzusteigen. Also die Chancen, dass das Ding hier erst uns mal mittelfristig nach unten geht oder kurzfristig, sind gegeben. Wir haben jegliche Unterstützung hier gebrochen. Wir sehen auch hier wieder die obligatorische 1, 2, 3 und beim vierten Mal der Durchbruch, Retest und jetzt das Short-Szenario und es geht nach unten. Sehr schön. Ja, das Ziel wird nach unten gemanagt. Das erste Ziel kann hier so in dieser Region sein, dass wir sagen nochmal die 46,5, 46,6 antesten, was ein Tausender nach unten bedeuten würde. Und wenn der Markt auch da Momentum nach unten zeigt, dann let it go. Ja, dann wird er nach unten durchgemanagt und zeigt dann sein volles Potenzial. Ansonsten, das hat jetzt erstmal Bitcoin auch wieder eine interessante Wende gegeben, denn das Ding sah eigentlich ziemlich long aus. Und wenn wir jetzt wirklich sehen, dass wir einen bearischen Impuls bekommen, das Ding nach unten geht, vor allem diese Unterstützung nach unten brechen, dann ist hier wieder ordentlich Zunder auch nach unten. Sollten wir das hier als Akkumulation sehen und jetzt morgen mit einem oder übermorgen mit einer sehr, sehr starken bullischen Kerze nach oben, besteht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier dann erstmal wieder Richtung 50.000 gehen. Aber hätte Fahrradkette, bis dahin werden wir uns das Ganze nochmal anschauen. Wie sieht es sonst aus mit den anderen Coins? Ripple ist hier ordentlich auch heute, ich sag mal, durchgewirbelt worden, hat kurzfristig gezeigt, okay, eigentlich ist Platz nach oben, ist dann aber auch stark nach unten raus, kommt jetzt hier in dieses Areal und zeigt uns auch ein ziemlich starkes Short-Szenario. Ethereum zeigt Ähnliches, hat hier auch jetzt die Unterstützung gebrochen und hier Retest dieses Areals mit den gleitenden Durchschnitten und auch das sieht ziemlich short aus. Das heißt also, aktuell sind die großen Coins wieder mit einem Short-Potenzial versehen. Schauen wir uns mal an, was der Ethereum-Bitcoin-Chart hier darstellt. Im Moment war das BTC-ETH. Gibt es den? Ja, Aktie ist es nicht, das ist ganz klar. Okay, dann war es ETH-BTC. Genau, schauen wir uns mal an, wie sich das Ding bewegt. Ist ordentlich runtergekommen. Wir haben gesehen, perfekt, das, was wir uns hier auch vor einigen Tagen bereits schon vorgestellt haben, wirklich eigentlich genauso fast mit diesem Schlenker, hat hier nach unten die Unterstützung angetestet, zeigt es aber auch, bearische Power ist da und wenn jetzt hier kein Volumen reinkommt, wenn jetzt Ethereum nicht deutlich stärker wird, dann sehen wir mit Sicherheit den Bruch nach unten, dann wird das Verhältnis auch kleiner. Was bedeutet, dass eben diese Überperformance von Ethereum etwas abschwächt, sich an Bitcoin wieder mehr orientiert und das heißt, dass die eher wieder im Gleichschritt laufen. Das war das, was wir hier gesehen haben. Die Überreaktion findet immer mal wieder statt, ganz klar, aber schmiegt sich dann auch immer wieder immer mehr an, weil natürlich klar das Momentum auch irgendwann abflacht und sich die Dinger dann eher ähneln. Also, das wird interessant, das wird spannend. Jetzt das Augenmerk auf die Kryptos. Ich nehme an, dass wir jetzt hier ein solides Short-Momentum auf kleinerer Zeiteinheit zumindest haben. Werden wir sehen, ja, es muss nicht sein, es kann sein, dass das ein Fake-Out war, aber die Möglichkeit, dass wir hier einen Drop nach unten sehen, ist durchaus gegeben. Das schauen wir uns an. Und damit wünsche ich dir einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns spätestens morgen früh wieder, vielleicht noch diese Nacht, wenn irgendwas ganz Dramatisches passiert, ansonsten morgen früh. Da freue ich mich natürlich drauf. Dein Dominik von der Wall Street Story. Bis bald.